Na, also. Du, einmal, ich möchte erstmal. Du, Peter, also du, der Wirt, du. Das ist vielleicht eine Pfeife, du. Der hier? Ja, der will nichts mehr anschreiben. Das ist doch Quatsch, der kann doch nicht alles im Kopf behalten, Mensch, was wir pumpen. Genau. Das ist doch Blödsinn, Mensch. Will ich mal sagen. Guck mal drüben, die Mangelsbach. Oh, seh nichts. Geh mit den Nerzkeb. Wenn das ein Nerz ist, dann leben die Karnickel ja unter falschen Namen nur. Und der Kerl da neben mir. Und den Hut, den sie auf hat, Mensch, du. Hör bloß auf von den Hut, Mensch. Gut, der sieht aus, als der hätte Hut, auf ihrem der Kopf, Hut sieht aus, als hätte er auf ihrem Kopf eine Notlandung gemacht. Das ist aber richtig. Der Kerl neben mir, der ist übrigens Jäger. Der hat vor 8 Tagen hat der einen Achter geschossen. Und ein Schlag. Mit oder ohne Steuermann? Du? Mensch, ein Achter. So. Aber du bist, der ist Jäger, verstehst du? Ja. Und der hat jetzt auf einer Safari. Also, na nu? Auf einer Safari hat der einen Löwen gejagt, du. Und dann du, hat er dem den Schwanz abgeschnitten. Warum hat er ihm denn den Kopf abgeschnitten? Der war schon ab. Sag mal übrigens, weißt du denn, lieber Freund, weißt du das überhaupt, dass du gestern ein Bier zu wenig bezahlt hast? Mann, wie sich das rumspricht, so auf dem Nachhauseweg, hat mir ein Polizist gesagt, er hätte einen zu viel getrunken. Willst du mal wiedersehen? So, aber letzten Samstag bei uns im Sportsverein, da haben wir Wetttrinken veranstaltet. Wer ist ein Zweiter geworden? Hör mal, ich bin jetzt in einen Gesangverein, das ist die beste Idee. Da wird geschwurft, verstehst du? Da spielen wir Karten und da wird außerdem gesoffen. Wann singt ihr denn da? Auf dem Nachhausewege. So. Da hören Sie mal. Das ist schön, Mensch. Das ist ja ekelhaft, Mensch. Mit seinem roten Kopf da und hier. Sag mal, Peter, du bist doch ein Freund, nicht? Du, ich bin dein Freund. Du erfüllst doch auch Zuschauerwünsche, nicht? Wünsch dir was. Hol noch mal 2 Bier, du. Also, hör mal, übrigens, hör mal, bevor ich gehe. Dieser Ballon ist, bin in Bannen gestürzt, ja. Ist für deine beiden Kinder, aber sie sollen ehrlich teilen, ja? Das ist der Peter, der verträgt auch nichts mehr. Armer Mann. Seine Lonnie hat ihm jetzt eine wasserdichte Armbanduhr geschenkt, damit er sie in der Küche beim Abwaschen anbehalten kann. Nee, das ist nichts für mich. Ich mach's wie mein Vater. Ich bleib Junggeselle. Du, hör mal, hier hast du 2 Bier, du siehst du? Du, hör mal, weißt du, was der gesagt hat? Nee, hör mal. Weißt du, was der Wirt gesagt hat? Der sagt, da vorne stehen von vorher Woche stehen noch 5 Cognac offen. Du, die kann er wegschütten, die schmecken ja doch nicht mehr. Hast du auch recht, ja. Bist du nicht einen Schnaps trinken? Ich trinke heute keinen Schnaps und zwar aus zwei Gründen. Erstens habe ich dieses meiner Gattin versprochen und zweitens habe ich schon 4. Ach so. Darum trinke ich heute keinen mehr. Mal ganz was anderes, Peter. Was wünschst du dir von mir zum Weihnachtsfest? Das habe ich dir schon gesagt. Aber Peter, das geht doch nicht. Wie soll ich denn eine ganze Eckkneipe in Geschenkpapier einwickeln, Mensch? Willst du ein paar Weintrauben haben? Hier? Ich nehme keinen Wein in Pillenform zu mir. Denn nicht. Du, Peter, da in der 4. Reihe, da sitzt Frau Klevenau. Kenn ich nicht. Die habe ich das letzte Mal vor 8 Jahren gesehen. Und dann kennst du die noch wieder? Gesichter vergesse ich, aber Kleider nie. Ach, siehst du, jetzt kenn ich sie auch wieder, ja? Du, hör mal, der da neben mir sitzt, der Kerl, der da neben mir sitzt, den kannst du von hier sehen, der sitzt genau neben mir. Das ist ein ganz schöner Rohling. Wieso? Der hat vorige Woche hat der seine Frau ein solches Glas Honig an den Kopf geschleudert. Warum denn das, du? Stand drauf, Schleuderhonig. Aber das macht man doch nicht aber, mit. Pass mal auf, Peter. Ich hab hier Blumentopferde, ein neues Rezept, du. Also ein für Blumentopferde? Ein Viertel Sand, ein Viertel Kompost, ein Viertel Husum. Nee, Humus. Ein Viertel Hornspäne und ein Viertel Torf. Das ist doch Blödsinn, das sind doch 5 Viertel. Dann musst du den größeren Blumentopf nehmen. Mein Gott, Walter! Sag mal, Peter. Komm her, hör auf. Der ist gestern, sag ich Ihnen,
Der ist gestern mit voller Wucht in die Garage reingedonnert. Du, ein Glück, dass du das Auto nicht dabei hattest. Ja. Kann ich dir sagen. Kann doch mal passieren, ne? Du weißt noch was? Ich suche nämlich seit 3 Tagen eine Wohnung. Was für eine? Meine eigene. Walter, ich bring dich jetzt hin. Sag mal, war ich noch fast vergessen. Ja. Weißt du eigentlich, was eine Hausfrau und eine Jungfrau gemeinsam haben? Hausfrau und Jungfrau? Ja, beide warten auf den ersten. Komm, ich geh mal.